Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und einen so langen, ich meine, ich lasse ihn jetzt nochmal laden, aber ich zeige ihn euch nochmal. Er ist ja bei mir auch im Hintergrund. Ladebildschirm von Clash of Clans, so heißt es ja, oder heißt es eigentlich Halloween? Ich weiß es gar nicht so genau, denn wir feiern das gar nicht so hart. Also was heißt hart? Ich kenne es eigentlich gar nicht, dieses Halloween. Und aber irgendwie macht man das ja, und hier bei Clash of Clans heißt das natürlich immer Clash of Clans. Und zu Clash of Clans Zeiten gibt es natürlich immer ein paar Goodies. Das heißt also, es gibt diesmal auch ein richtiges nettes Goodie, muss ich sagen. Klar muss man dann wieder in die Tasche greifen, aber ich glaube, das ist mal nicht ganz so schlimm, denn es lohnt sich in jedem Fall. Aber wir hauen mal rein. Ich habe ja kein aktuelles Video, oder doch, ich habe aktuelles Videomaterial für euch. Das versuche ich euch so gut wie es geht zusammenzuschnibbeln, beziehungsweise es so gut wie zu dokumentieren. Und dann fangen wir an, so wie ich das deute. Also uns wurde wieder Material zur Verfügung gestellt. Das kann ich verbauen, da ich ja immer noch keinen Creator Code habe. Ist aber nicht so schlimm. Nein, kein Creator Code. Entschuldigt bitte, kein Development Account, also ein Entwicklungsaccount. Also fangen wir mal an mit der freundlichen Blume. Wir fangen an mit der freundlichen Blume. Und ihr seht es hier, daneben ist auch, oder zwei daneben, sind, glaube ich, die Spookies von vorher. Ach nee, das sind die Sachen, die um diese Büsche und Bäume wachsen. Das sind also die Kürbisse, und das ist der Friendly Flower, also die freundliche Blume. Wieder ein bisschen animiert und zieht wieder ein bisschen CPU-Zeit, denke ich mal. Also achtet ein bisschen auf eure Handys, welche Szenerie ihr aktiv habt, oder auch auf die Tablets. Und wenn das Ding dann abgebaut wird, dauert 30 Sekunden. Wir gucken mal, was der Bauarbeiter da jetzt rausholt. Aber ich denke mal, da gab es in den letzten Jahren immer Elixier. Und das wird es auch dieses Jahr geben, denke ich mal. Ich schätze mal so um die 75k, ich schätze mal so zwischen 50 und 75.000 Elixier gibt es dann für die Blume. Aber ich würde immer so eine würde ich liegen lassen, Leute. Ist ja ganz schick. Es ist ja schließlich Halloween. Okay, also da hat er sich das Zeug rausgeholt, und ihr hört auch im Hintergrund, glaube ich, immer so ein bisschen die Mucke hier, beziehungsweise diese Halloween-Mucke. Ich habe das heute mal ein bisschen lauter gelassen, denn der Soundtrack war gestern schon da, also nicht nur der Ladebildschirm war da, sondern auch der Soundtrack. Wir machen weiter mit einer Challenge. Leute, mit einer neuen Challenge, und zwar ist das die Graveyard Challenge, also einmal so eine Kürbis-Ding-Challenge, Kürbiskopf-Challenge, und die sieht auch wirklich aus wie ein Kürbiskopf, da unten dieses dicke, dicke, runde Ding. Und ihr seht schon, die Kürbisbarbaren sind auch wieder im Einsatz, also auch die wird es wieder geben. Die Kürbisbarbaren ist ja so eine kleine Rüstung für die Barbaren, und da bin ich mal gespannt, mit nur drei Zaubern, wie man diese Base entzaubert, muss ich wirklich mal so sagen. Also zweimal den Unsichtbarkeitszauber und einen Heilzauber. Okay, da bin ich echt mal gespannt auf die Pros. Hinten ist natürlich sehr, sehr schick, um die selbstverteidigende Bauhütte, die ganzen Kürbisse dort zu haben. Und sieht schon ein bisschen heavy aus, die Base. Da können natürlich die Barbaren ja vielleicht ein bisschen was reißen. Es ist ein Inferno in der Base, so wie ich das gesehen habe. Ne, zwei sind drin in der Rathaus Level 14 Base. Und ja, ich meine, Supercell trollt uns jetzt schon so ein paar Tesla. Ja, also Supercell trollt uns jetzt schon so ein paar Tesla. Hört ihr das eigentlich? Ne, ihr hört das gar nicht. Ja, doch, ein bisschen hört er das. Ein bisschen hört er das jetzt doch. Okay, jetzt muss ich euch das ein bisschen lauter machen. Also da kommen die ganzen Barbaren raus, und die haben so eine kleine Rüstung an. Ja, so eine Kürbisrüstung. Das ist nicht so ultra dolle, aber immerhin, die Truppe ist wieder da. So muss man es ja sagen. Und das nächste, was ich euch ankündigen kann, ist die Szenerie. Ist die Szenerie. Und es gibt also diese Szenerie, hier habe ich also ein bisschen gemutmaßelt, frisst euch ein bisschen die CPU und den Akku vor allen Dingen auf. Die ist schon wieder ein bisschen geschmeidiger mit dem dicken Kürbis, und ihr seht es mit dem M in der Mitte. Das heißt also, ich glaube, das M heißt immer, dass es eine Customize ist. Also quasi von einem Zuschauer gemacht oder von einem Spieler gemacht. Und ich finde die sehr, sehr gut, weil grün in grün mag ich unheimlich gerne. Und
finde das echt nett animiert mit dem natürlich Wasserfall, der jetzt auch eine andere Farbe trägt und der Tümpel da trägt auch eine andere Fahne. Das Haupthaus, so will ich es mal benennen, mit dem riesen Kürbis hier, mit den Armen, das sieht auch ein bisschen aus wie ein Monster, aber ist immer noch so ein Hauseingang da. Und auch rundherum erscheint das alles so ein bisschen spookyhaft. Ihr wisst, ich bin da nicht ganz so empfindlich, denn ich wohne selber neben einem Friedhof. Und da habe ich auch keine Angst. Also ich gehe da auch nachts um 2 Uhr rüber. Ganz easy peasy. Und hab da jetzt nicht so, ja, wie gesagt, ich hab da nicht so den Schauer oder den Schauder. Ich weiß auch gar nicht, wo dieser Schauder hier von Clashoween oder Halloween herkommt. Ich weiß auch gar nicht, verkleidet man sich da so wie beim Karneval so unbedingt oder ist das nur was für die Kids? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was das Ganze zu bedeuten hat. Aber es sieht in jedem Fall sehr, sehr gut aus. Also ich finde es in Ordnung. Schöner Skin hier, schöne Szenerie geworden für das Hauptdorf. Im Nachtdorf gibt es da nach wie vor keine Szenerien. Warum auch? Ich glaube, das wäre auch irgendwie totverdientes Geld, hätte ich mal fast gesagt. Mal sehen, wie das Bötchen aussieht. Aha, das Bötchen liegt also nicht mehr in so einem Kreis, sondern richtig in einem... Oh. So im Meer, wie es sich gehört, und rundherum die kleinen Kürbisse und auch der Rest, wenn man ihn denn anhakt, kann ich gleich mal machen bei mir in der Basis, ist ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen stumpf animiert, aber ist da so ein bisschen mit Ton untermalt. Oh, da ist ein Geisterschiff. Oh, Geisterschiff daneben. Okay, da sehe ich im Moment in meinem anderen Spiel ganz, ganz viele Schiffe. Die sehen auch ganz, ganz ähnlich aus, also so ein bisschen... geisterhaft. Okay. Das war also die Szenerie hier. Freut euch drauf. Kauft ihr euch die? Könnt ihr mir gerne nicht in die Kommentare schreiben. Braucht ihr nicht machen. Ihr seid ja eher schreibfaul. Und ich kaufe sie mir in jedem Fall mit dem Thorsten-Account, weil ich mir dort, glaube ich, ja, mittlerweile so alle diese kleinen Goodies gönne. Und auch hier der Weg für die gespendeten Truppen durch die Spooky-Höhle ist ganz nett gemacht. Also ich finde es sehr, sehr schick. Könnt ihr mir gerne was drauf schreiben. Also, das war die Szenerie. Aber wir haben natürlich noch viel, 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 viel mehr. Wir haben eine Truppe, die kennt ihr schon. Die kennt ihr schon, die Truppe. Ja, es ist der royale Ghost. Und der royale Ghost, ihr wisst, der Schrecken im Clankrieg. Also echt eine coole Truppe, muss ich sagen. Wir sehen ihn gleich noch ein, zwei Mal. Und echt eine nette Truppe, vor allen Dingen durch die Unsichtbarkeit, die ja xx Sekunden anhält. Aber ich habe da noch ein zweites. Hier ist er solo gegen die High-End-Base von Supercell mal wieder. Und da sieht man, wie lange er eigentlich auch Invis ist. Also die Max-Out-Kanone hier bekommt ein Hit, One-Hit. Und auch die nächste Max-Out-Kanone ist One-Hit. Jetzt geht schon Richtung Rathaus hier. Das sieht auch ein bisschen komisch aus hier in der Kobold-Mission. Aber fällt auch mit einem Hit. Das gab einen Healpoint, beziehungsweise es gibt einen EP. Und der schafft das hier ganz, ganz alleine, obwohl er noch 34 offen hat. Okay, aber ist nicht so schlimm. Ich freue mich auf die Truppe, denn die ist wirklich, wirklich nett, Leute. Im CK werden wir sie in jedem Fall sehen. Wir haben auch noch etwas mehr vom Royal Ghost, nämlich die Stats. Also, was braucht er? Er braucht 8000 Space, er ist nicht ganz so schnell. Und 270 Hitpoints, hat auch nicht so viel Hitpoints, aber Damage 680, kostet 3,8 auf Max Level. Training 37 Sekunden, also gar nicht mal so lange, je nachdem, ob das jetzt mit oder ohne Pass ist, das wage ich mal dahin zu stellen. Keine Ahnung, ob das mit oder ohne Pass ist. Und last but not least, natürlich einmal alles in allem hier. Ihr wisst, wenn ihr die Kobold-Mission nicht schafft, ihr wisst, wann ihr sie machen sollt, nämlich jetzt mit dem Ghost, also mit dem royalen Ghost hier, mit dem Königsgeist, da haut ihr jede Base hier weg. Auch in den Kobold-Missionen können wir gerne mal antesten im Livestream oder in einem Video, aber der haut ja wirklich, der smasht hier echt alles durch und ich glaube, das schafft er auch bis zum Ende. Ja, ich hoffe, das ganze kurze Update hat euch ganz gut gefallen. Morgen gibt es mal eine andere Folge, beziehungsweise so eine kleine, ja, der Toto meckert mal wieder Folge. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr euch drauf freut. Ich hoffe, ihr freut euch so ein bisschen auf Clashoween. Hier so ein bisschen ist er schon da. Startbildschirm ist schon da, die Musik ist schon da. Also, achso, die Musik. Warte mal, das mache ich euch gerade mal ein bisschen lauter, wenn man hier die Obstacles nämlich wegmacht. Also Hindernisse.
Ja, da hat man schon dieses spooky Geräusch und ich finde es also schon sehr, sehr nett. Ja, ich mag das eigentlich. Eigentlich mag ich Halloween nicht, aber hier bei Clashoween mag ich Halloween. Mögt ihr den Clashoween auch so gerne wie ich, dann schreibt es mir in die Kommentare und lasst mir bitte einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, sag's euren Freunden, dass ich ein ganz, ganz toller Videoaufnehmer bin, der auch schon vielleicht ein bisschen älter ist, aber trotzdem im Herzen immer jung geblieben ist. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Clashed.